gleich noch Werber. Wir sind die Formation Koboldix und wir spielen Schlager. Das nächste Stücklein. Ja, wir spielen Schlager, der Schlager des Mittelalters. Da lacht er, da freut er sich. Das nächste Stücklein handelt von einer kleinen Geschichte. Von der Jungfrau und dem bösen Werwolf. Die Jungfrau, die einst durch den Wald spazieren ging. Nein, heute dargestellt durch unseren Max. Heute dargestellt durch ihn, die Jungfrau. Max, die Jungfrau. Erster Werwolf, oder? Sie, Max, die Jungfrau, wandelte durch den dunklen Wald, traf auf den Werwolf. Und was passiert wohl, wenn Jungfrau und Werwolf aufeinandertreffen? Die Jungfrau hat den Werwolf natürlich gefressen. So ist das. Und dafür das nächste Stücklein war Wulfen. Nicht ungenutzt lassen, denn wir hatten es angekündigt, ja, nimm du dir mal dein Handtuch, wir haben hier zu präsentieren heute eine Weltpremiere. Und zwar haben wir, die Gruppe Koboldix, entwickelt ein Instrument, was außer uns sonst niemand spielt. Das orangene Handtuch. Nein, das orangene Handtuch nicht. Dazu brauchen wir jemand aus dem Volke, der natürlich dieses Instrument spielt. Ist jemand unter euch, der vielleicht des Trommels mächtig ist? Ist ja ein Trommler unter euch. Ah, ein Trommler, komm her. Wie ist dein Name? Michael. Michael, der Schotte, komm auf die Bühne. Ist der auch aus dem Clan der McMavie-Otter? Als ein McMavie-Otter, komm hoch. Ja wie, nein. Nein. So einfach geht das nicht. Ja wie, jetzt könnt ihr mal gucken, was der Schotte unter dem Rock hat, wenn er sich hier die Treppe hochquält. Und also, so, pass auf, mein Freund. Nein, dreh dich zum Volke, dass das Volk dich bestaunen kann, Michael. Stückel vor, Stückel vor, Stückel vor, 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 vor. Stell dich doch mal da vorne hin, Mensch. Doch, okay, alles klar. Oh, umdrehen. So, Michael, du bist also gewillt, bei unserer Weltpremiere hier mitzumachen. Ja. Dazu müssen wir als erstes dich von deiner Kopfbedeckung befreien. So, die setzen wir mal ab. Hier, die kommt auf unseren Ständer. So, blick immer frei geradeaus. Ne? Hat man schon. Jetzt bekommst du als allererstes von uns natürlich die Koboldix-Bandmütze auf. So, wie sieht's aus, sag mal her. Ja, wunderbar, als wär's für dich gemacht. Und nun enthüllen wir hier vor aller Augen, du guckst da vorne, unsere Weltpremiere, unser sogenanntes Ehube. Das Ehube ist eine im monatelanger Entwicklung ausgearbeitetes Instrument, was unser Schotte hier jetzt spielen wird mit uns. So, bleib, blick da vorne. Du bekommst das Instrument auf. Und ein historischer Moment, wahrlich ein historischer Moment, dass dieses Instrument spielte noch niemand. Wie schaut's aus? Schaut super aus, als wär's für dich gemacht. So. Du guckst du mal nach vorne da. Was hier hinten passiert, geht dich nichts an. So, wir werden jetzt dieses Instrument spielen. Und zwar Maxen wird es spielen für euch. Du bleibst einfach ganz entspannt stehen, schaust dir so nach. Boah, guck mal die schönen Hübschlerinnen da hinten an. Da, wie sie winken, es kostet schon wieder Aufpreis. Die machen nichts ohne Aufpreis, ich kenne die. Ich denke, du bist verheiratet. So, bist du bereit, dass wir das Instrument anspielen? Im Genick, deinem Genick passiert nichts, wir versprechen es dir. So, jetzt kommt der große Moment. 5, 7, 9, 10. Hast du was gespürt? Na siehst du, hab ich doch gesagt, das tut nicht weh. Aber trotzdem bleibst du jetzt hier stehen, denn dieses Instrument wird jetzt von uns gespielt. Das ist doch viel zu leise hier. Gebt mir mal, beim nächsten Liedmal wird dieses Instrument nämlich mitgespielt. Hier von Dennis Donner Trommler. Und alles klar? Möchte jemand unser Instrument mit uns spielen? Ja, komm her, komm! Oh, das schändliche Weib, eine Hübschlerin! Ja! Die sind sich für nichts zu schade, die Hübschlerinnen. Für Aufpreis machen die alle.
alles. Solltet ihr ihnen mal irgendwo begegnen, man erkennt sie an den gelben Kopftüchern. Oftmals haben sie auch ein Schild stehen, da steht: Du bist ein Glas und vielen Dank, dass du uns bei dieser Familie geholfen hast. Ani. Das nächste Applaus. Das nächste Stücklein. Ali! Wo ist er denn? Ja, der kommt doch nie, wenn du ihn rufst. Das nächste Stücklein gewidmet unserem Bandgehilfen. Ali! Ja, Ali! Den wir immer mal wegschicken, das Klebeband zu holen. Und von daher heißt's Ali Ben, gib mal Gaffa!